Ziel des Hydrosurf-Projekts ist die ganze Wertschöpfungskette von diesen sogenannten Ökosystemleistungen zu untersuchen. Zum Beispiel der Wald oder eine Wiese. Die Ökosysteme produzieren Leistungen und die Leistungen probieren wir zu erfassen. Wir sind hier auf einer Parzelle von einem Bauern, Herrn Hofstetter. Und die Parzelle ist Teil des Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekts Kleine Emme, wo man mehr Raum am Gewässer geben will. Was passiert jetzt, wenn hier das Land enteignet wird? Also das heisst für mich, ich müsste eigentlich Hobbytier halten werden. Oder? Und ein paar Mutterkühe oder ein paar Burschen oder irgendetwas. Und eigentlich auswärts arbeiten. Meine Vision in diesem Projekt ist, hier Grundlagen zu schaffen, dass die Ökosystemleistungen bereitgestellt werden langfristig.